Ich begrüße Sie sehr herzlich zur vierten Klimawoche, zur Klimanacht. Wir haben das, wenn Sie sich erinnern, wie das in den letzten Jahren war, haben wir es etwas verändert. Wir sind am anderen Ort, hier in der Hafen City, und hier auch mein Dank an alle Partner, die eben dieses ermöglicht haben, dass wir dieses Jahr in der Hafen City die Klimawoche durchführen, die Hafen City GmbH an Unilever. Wir haben das Programm auch etwas kompakter gemacht. Dann könnten Sie sagen, das ist keine Woche mehr, sondern vielleicht nur ein Wochenende. Das ist aber falsch. Denn an sich läuft das Programm schon seit Montag, und wir hatten in den ersten Tagen hier ein Bildungsprogramm, und es haben mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen hier im Sandtorhafen und haben sich verschiedenste Themen aus dem Bereich Klimaschutz, Klimawandel, Klimafolgenmanagement anhören und diskutieren können. Von daher denke ich, ist das eben wie auch in den letzten Jahren sehr breit angelegt, fokussiert aber jetzt hier für die Bevölkerung am Wochenende. Start hier mit der Klimanacht, aber auch am Wochenende mit den Exponaten und vielen Ausstellern, die eben ihre Ideen, Anregungen, wie gehe ich mit Nachhaltigkeit um, wie kann ich mich nachhaltig selbst verhalten, ja, wie kann ich durch mein eigenes Tun Beiträge leisten, um eben Klimaschutz voranzutreiben, wie muss ich aber auf den tatsächlichen ja schon vorhandenen Klimafolgen, wie kann ich auf diese Folgen reagieren, auch das wird Thema hier sein. Es gibt ein großes Projekt hier in der Metropolregion Hamburg, das wir federführend koordinieren dürfen, indem es darum geht, wie kann sich die Region, wie kann sich die Gesellschaft, die Bevölkerung, wie kann sich die Wirtschaft, wie kann sich Politik und Verwaltung eben auf das einstellen, was eben schon eingetreten ist und was in den nächsten 30, 50 Jahren verstärkt eintreten wird. Themen wie Hochwasser, aber auch landwirtschaftliche Problemstellungen, die dort zusammenhängen, das Wohnen in der Stadt, die Temperaturerhöhung in der Stadt, also alles Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die einerseits natürlich Risiken beinhalten, aber ich denke, wenn man lernt, damit umzugehen, durch Verhalten, aber auch durch Techniken, die entwickelt werden, durch andere Möglichkeiten in der Landwirtschaft, durch andere Verfahren, durch andere Anbauten, dann ist das auch eine Chance. Ja, denn das, was wir lernen, was wir erfahren, können wir eben transportieren, transferieren, auch in andere Regionen, die eben von gleichen oder ähnlichen Problemen betroffen sind. TuTech Innovation, das ist die Firma, für die ich stehe, ist Veranstalter dieser Klimawoche. Wir haben nicht nur mit diesem Klimmzug Nord-Projekt mit Klima zu tun oder Klimaforschung zu tun, sondern in vielen, vielen Projekten im Bereich Biomassennutzung, im Bereich erneuerbare Energien. Und von daher ist es für uns, denke ich, auch selbstverständlich, dass wir eben uns engagieren, um diese Themen breit in die Bevölkerung zu tragen, denn alle diese Technologien oder Entwicklungen, Planungen können nur dann funktionieren, wenn sie akzeptiert werden, wenn sie aufgenommen werden. Und von daher denke ich, ist die Klimawoche, die Klimanacht eine hervorragende Gelegenheit, um einfach vorzustellen, zu diskutieren, zu informieren und dann den Austausch zu intensivieren. Deshalb vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche uns allen eine interessante, informative, ablenkungsreiche, kurzweilige Veranstaltung. Und nochmals herzlichen Dank und auf ein interessantes Wochenende. Vielen Dank.